Also sitzen wir heute 10 Stunden im Bus. Warum ich am Steuer sitze, reden wir nicht drüber. Ich habe mich unter der Woche entschieden, die Binde abzugeben. So, Freunde, da sind wir wieder. Neues YouTube-Video. Heute Auswärtsspiel gegen Blau-Weiß-Lohne. 18.30 Uhr ist dort Anpfiff. Schöne Tour, 5 Stunden Fahrt. Also sitzen wir heute 10 Stunden im Bus. Und ihr wisst es, wenn man da nichts holt, war das alles eine schöne Kaffeefahrt. Platz 3 aktuell. Lohne, wenig Tore kassiert, aber viele Punkte. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Die hauen richtig rein. Die spielen 1 gegen 1 über den ganzen Platz. Suchen die Zweikämpfe. Führen intensive Zweikämpfe und da müssen wir bereit sein. Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen. Letzte Woche gab es einen Arsch voll, aber ich glaube, wir werden eine Reaktion zeigen, werden ein gutes Spiel machen und dann haben wir eine geile Rückfahrt. Jetzt dribbeln wir erstmal unsere Runde zu Ende, wie immer, wie gewohnt. Dann geht's nach Hause, dann gibt's Frühstück, dann kommen Schwiegereltern und dann geht's langsam los. So, Freunde, fertig ist die Runde. Ihr seht es, so alt bin ich noch nicht. Ich habe keinen Geburtstag. Schwiegermama kommt. Schwiegermama hatte Mittwoch Geburtstag. Gibt natürlich ein bisschen Geschenke und wir knallen uns jetzt Frühstück rein. Wie immer, Multivitamin-Gummis, ein paar Kapseln, Alpha-Man, wichtig, Immunsystem und Omega. Zack, rein in den Rachen, Ananas und ein Riegel und ganz viel Kuchen. Knallen wir uns jetzt alles rein, optimale Spielvorbereitung, aber ein kleines Stück geht. Komm, ein kleines Stück geht. Wie heißt es nochmal? Napoleon-Torte und Tradition. Nehmen wir ein Blümchen. Wird es gegessen, dann wird sie fertig gemacht und dann geht's schon los, denn um 10.30 Uhr ist schon Abfahrt. So, Freunde, auf geht's, ab geht's. Ein bisschen Geburtstag gefeiert noch und jetzt geht's los. Warum ich am Steuer sitze, reden wir nicht drüber. Reden wir einfach nicht drüber. Reden wir später vielleicht drüber. Jetzt geht's aber erstmal ab. Gutes Spiel, schwerer Gegner, unangenehmer Gegner. Wir haben was gut zu machen, mehr brauche ich nicht sagen. Also, Mamusch. Ladies and gentlemen, it's match day.
Sieg ist so eine lange Auswärtstour natürlich immer noch mal geiler. 3-0 gewonnen, sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, gute Mentalität gehabt, ordentlich Meter gemacht, richtige Einstellung gehabt, Fußball gespielt und dann kam eins zum anderen. Lohne bisher die beste Abwehr gewesen und wir haben auch letzte Saison beide Spiele gegen Lohne verloren. Von daher, die 3 Punkte schmecken sehr, sehr lecker, die nehmen wir mit und jetzt bin ich wieder zu Hause. Es ist 1.39 Uhr, krankes Teil. Aber hat sich gelohnt. Wenn wir jetzt hier mit 0 Punkten wieder wären, hätte das alles natürlich ordentlich reingehauen. Aber darauf lässt sich aufbauen. Wir machen weiter, wir geben weiter Gas und wir sehen uns morgen. Leute, da sind wir. 3-0 gewonnen, habe ich gestern schon gesagt. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht. So startet man doch auf jeden Fall angenehmer in den Tag. Die Niederlage gegen St. Pauli, das 0:5 zu Hause, hat extrem wehgetan. Das kann man so sagen. Und deswegen mussten wir eine Reaktion zeigen und das haben wir gemacht. Gestern wirklich gut gearbeitet, meine Statistik blende ich euch hier einmal ein. 13,18 Kilometer gemacht und die anderen Werte stehen da auch. Für diejenigen, die das interessiert, ruhig mal einen Blick drauf schmeißen. Aber da seht ihr es schon, sehr intensives Spiel. Wir sind erstmal über den Kampf gekommen, haben uns ein bisschen tiefer gestellt als sonst. Aber das mussten wir machen, wir mussten irgendwie was verändern. Das haben wir gemacht, jeder war fein damit und jeder hat, glaube ich, auch eine gute Einstellung an den Tag gelegt und das ist wichtig. So machen wir weiter. Freitag geht es gegen Phoenix weiter, Tabellenplatz 1, also wieder ein schweres Spiel, diesmal zu Hause. Wir sind jetzt, würde ich sagen, mal dran, zu Hause auch einen Dreier zu holen oder eine sehr, sehr gute Vorstellung abzuliefern. Das sind wir den Fans einfach schuldig. Die machen die Saison einen richtig guten Job, das kann man ruhig mal so sagen. Auch wenn sie eigentlich gar keinen Grund dazu hätten, kommen sie immer zahlreich und unterstützen uns. Das ist echt gut. Und noch eine andere Sache, die liegt mir sehr auf dem Herzen. Ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, warum ich gestern nicht die Kapitänsbinde getragen habe. Ich habe mich unter der Woche entschieden, die Binde abzugeben. Hat nichts mit der Vergangenheit zu tun oder mit dem Trainerteam oder mit dem Vorstand oder sonstiges. Das war meine persönliche Entscheidung. Ich wollte einfach wieder der Dome sein, der ich mal war.
Ich will mit Leistung auf dem Platz vorweggehen und nicht außerhalb des Platzes. Das habe ich so ein bisschen verloren in der letzten Zeit. So selbstkritisch muss man sein. Und dass es natürlich so klappt, dass ich gestern direkt ein Tor schieße und auch ein relativ ordentliches Spiel mache. Klar, ist immer noch Luft nach oben. Das geht doch alles nicht von heute auf morgen. Aber will man mal zufrieden sein, ich werde auf jeden Fall weiter Gas geben, dass ich wenigstens das Limit halte, wenn nicht sogar noch eine Stufe draufsetze. Aber Druck wird sich dann nicht gemacht. Das passiert alles Step by Step. Weiter im Training Gas geben und dann wird das. Wie gesagt, Freitag, schweres Spiel gegen Phoenix, aktuell Tabellenführer. Da brauchen wir mindestens die gleiche Mentalität, wenn nicht noch einen Schritt mehr. Und ja, das war mir noch einmal wichtig zu sagen, warum ich die Kapitänsbinde abgegeben habe. Hat absolut nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Verantwortung abgeben möchte. Hat einfach damit zu tun, dass ich den Fokus bei mir haben möchte, dass ich wieder bessere Leistung auf dem Platz zeigen möchte. Und ich glaube, das ist für mich persönlich der richtige Weg. Auch wenn es keine einfache Entscheidung war, ist ja doch auch immer schon eine Ehre, dann Kapitän zu sein. Aber die Entscheidung habe ich getroffen und ich habe auch schon viel Respekt dafür bekommen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Und das war's jetzt auch. Das war's mit dem Vlog von Lohne. 3-0 gewonnen, sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. So machen wir weiter, das ist der richtige Weg. Sollte euch das Video gefallen, gerne Daumen nach oben da lassen, Glocke aktivieren, schreibt was in die Kommentare. Pusht das Video, vielen, vielen Dank für euren Support und wir sehen uns Freitag zum Heimspiel gegen Phoenix.